Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir in Simrad den Flughafen gebaut. So wie in... Oh, gute Frage. Irgendwo hier am Arsch der Welt. Was gar nicht mehr wird, genau war. Wuppertal, ne, muss ja schon. Törndrup, Westling, ich weiß es nicht. Fettweiß, Innsbruck. Nein, nein, hier, genau. In Drehensteinfurt haben wir auch noch einen gebaut. Und ja. Da bin ich mal gespannt, ob das was bringen wird, wenn man wirklich auf dieser Distanz Transport machen wird. Gut, also wenn wir jetzt in diesem Teil, wenn wir gleich zu Geld kommen sollten, Flugzeuge aufsetzen. Und mal schauen. So, ich habe jetzt auch schon mittlerweile ein anderes Problem, aufgrund des hohen Modellbestands, der Kartengröße und ich meine, wir haben jetzt knapp 500 Mods mittlerweile in dem Spielstand mit drin, plus eine überdimensionierte Karte, die man eigentlich nicht haben kann. Kommt die Karre jetzt langsam doch schon leicht an die Grenzen. Also man merkt es gerade beim Laden vom Spiel. Ich habe jetzt über 10 Minuten gewartet, bis der das Spiel überhaupt geladen hatte und merke auch, dass wir anfangen hier mit kleinen Lags, wenn man es so ausdrücken kann. Von daher sollte man vielleicht darüber nachdenken, mal einen neuen Spielstand anzufangen. Aber mal gucken. So, wir haben jetzt im Übrigen... Irgendwie stimmt hier was nicht. Also mein Wecker sagt mir gerade eine ganz andere Zeit als der hier. Ich dachte mal, die wären Echtzeit, die Uhren. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Wir können mal an einem anderen Bahnhof gucken. Hier brauche ich ja bestimmt noch einen auf Vanilla-Ebene. Ne, Olpe auch nicht. Olpe hat auch diesen englischen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Steht hier eine Uhr? Ah, naja. Interessant ist auch, dass der Waldboden drauf steht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh. Nun ja, gut. Auf jeden Fall ist es Olpe und nicht Waldbronn. Blöd gelaufen. Warte mal, haben wir hier eine Uhrzeit, die stimmt? Nö, auch nicht. Aber dem fehlt auch noch irgendwie ein Dach. Na, wenn nicht. Können wir mal gucken, was sagt denn Halver? Halver sagt mir... Halber eine aktuelle Uhrzeit. Ja, doch, das passt. Also 20 vor 7, das stimmt. Gut. Also dann hat das englische Bahnhofset keine aktuelle Uhrzeit. Schade. Naja, gut, wissen wir mehr. Können wir ein bisschen die Zeit auch wieder laufen lassen. Und wir mal ein bisschen mehr in die Moderne reinkommen. Und auch langsam mal ein bisschen zu Geld kommen. Wir hier mal ein paar Flugzeuge losschicken können. Jo. So. Halt ist ja schon wirklich viel geworden. Auch wenn wir überwiegend nur Personenverkehr haben. Wir könnten auch mal gucken, ob wir hier dann wieder Brot nach Olpe bringen. Von hier aus, also sprich hier und hier produzieren, hier hinfahren, wieder nach hier unten nach Olpe bringen. Das können wir dann auch noch in dieser Folge gucken, wenn wir denn zu Geld kommen sollten. Aber ich denke, wird sich gleich ändern. Ah, wir gehen schon mal direkt ins Jahr 1924. Vielleicht habe ich bis dahin auch bessere Flugzeuge. Fahrzeug kaufen. Haben wir momentan nur die beiden. Ich weiß jetzt auch nicht, wann die nächstbesten rauskommen. Ja, mal schauen. Der Bahnübergang ist geschlossen. Das ist auch schön. Die Straßenbahn, welche sich ja mehr oder weniger als Fehlkauf entpuppt hat, aber ja, man kann nicht alles haben. Müssen wir mal gucken, oder kann man da theoretisch als Fußgänger auch die dort geht. Das würde gehen. Also können wir die
mich herumtingeln lassen. Auch wenn ich mich frage, ob das mit dem langen Radstand wirklich realistisch ist. Gerade bei diesen scharfen Kurven. Ja. Nun ja, mal schauen. So. Ja, Straßenbahn hält. Artig, wie es sein soll. Jo, mach. Simrad anbauen. Könnte man hier... Hier könnte man auch eine Treppe noch hinbauen. Wäre eine Überlegung. Wert auf jeden Fall. Dann hätte man die nämlich auch direkt verbunden. Mal schauen, vielleicht machen wir das auch noch gleich eben. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute hier anstehen. Oh, doch. Ist mittlerweile sogar wirklich Verkehr von. Das ist gut. Auch wenn die Schnellzüge irgendwie mehr oder weniger Deko sind. Aber mal gucken. Wir haben LKWs sogar. Oh. Plan-LKW-Tank und Plan. Sieht aus wie Feuerwehrautos. Mal eben gucken. Das würde mich interessieren. Fahrzeug kaufen, das ist eine Straßenbahn, ne? Ja. Und Icarus Urbus, der auch noch nicht, eigentlich noch nicht in der Zeit gebaut wurde. Ja, so 17 Jahre, schätze ich. Hier haben wir aber bestimmt irgendwo so ein Depot-Fahrzeug kaufen. Das würde mich mal interessieren. Lastwagen, ursprünglich Fiat, so wie seit die offiziellen hochrangige Offiziere. Alles klar. Schön, dass die LKWs hatten. Als Offizier. Gut, irgendwie haben wir hier wieder keine Einnahmen. Warum auch immer. Züge stauen sich hier im Augenblick nicht. Nö. Ich weiß nicht. Wie sieht das da unten aus? Jetzt müsste ja langsam der ganze Trost, den wir ja vor ein paar Folgen rausgeholt haben, sich hier stauen. Moment. Ne, hier ist einer. Hm. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Was sind die denn alle? Wo staut sich denn alles? Hier fährt einer. Hier ist auch kein Stau, weit und breit. Kommt wieder ein Dampfzug. Hier fährt einer. Vereinzelt. Da, okay, da hat man dann noch eine Regionalbahn. Regionalbahn, ja. Hier ist jetzt ein bisschen was los, aber ein wirklich extremes Verkehrschaos sehe ich jetzt aktuell nirgendwo. Mal schauen. Hier ist jetzt ein bisschen mehr Verkehr. Oben den Gleisanschluss haben wir auch noch nie benutzt. Hm. Hier gammelt der ab. Hier fahren zwei, ja. Drei, ja, hier ist ein bisschen mehr wieder unterwegs. Das ist richtig. Aber so wirklich extremes Verkehrschaos, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Wie sieht das bei dem aus? Also, das macht er auch Geld, das ist gut. Der Konsorte, der holt natürlich immer noch alles raus, wird aber auch langsam teurer. Gut, wie sieht das hier mit dem Konsorten aus? Wahrscheinlich auch 10 Leute. Aber die machen auch zwischendurch Gewinn. Hm. Da muss ich ja alles theoretisch hier stauen. Oder haben wir jetzt wirklich einigermaßen alles schön verteilt? Ne, Moment, hier stehen jetzt zwei. Zwei, drei, vier. Ja, hier ist jetzt ein bisschen enger. Gestaffelt, da steht einer, da steht gleich einer irgendwo drin. Ja, hier ist jetzt noch ein bisschen viel, aber gut, die müssen halt noch alle rauskommen. So, wir sind jetzt im Jahr 1925, wir machen bis 26, dann machen wir die Zeit wieder langsamer. Mal schauen. Die eigentlich schon mal gewinnen? Nee, noch nie. Aber gut, wir lassen die als D-Zug noch weiterhin fahren. Mal schauen. Ja,
ist halt immer viel Verkehr hier, ne? Also kann man nicht abstreiten. Warten auf freie Wege, der hat auch seine besten Zeiten hinter sich. Kann man nicht abstreiten. So. Was fährt denn hier noch? Wieso kann der jetzt nicht rausfahren, obwohl er einfährt? Achso, er kreuzt jetzt wahrscheinlich mit dem irgendwie. Das kann sein. Ja doch, er fährt jetzt hier über die Weichenstraße. Und wenn er dann jetzt hier durch ist, jetzt könnte der theoretisch rausfahren. Ja, okay. Alles klar. Ja, im Moment ist ein bisschen viel unterwegs, das ist richtig. Müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben. Nur falls wir vorne noch mal ein paar Signale hinsetzen. Dass wir wirklich nur den Engpass da vorne haben. Mal schauen. Wie wir das handhaben werden. Und man sieht, wird auch der repariert und der hintere nicht. Aber gut. So. Aber weiter viel Stau haben wir da nicht. Hier haben wir auf der Strecke staut sich jetzt bis hier oben schon. Ja. Hier, ja, okay. Also der ganze Trost, den wir dafür rausgeholt haben, der steht jetzt hier in Schlange und wartet. Ja, aber sollte trotzdem alles im Rahmen sein, sag ich mal. Gut. Bedeutet, der ist jetzt quasi jeden Augenblick raus. Dann haben wir hier wieder zwei Züge, die rein wollen. Dann wird er den oberen rausschicken, weil der zuerst die Weiche frei macht für den, denke ich. Und zwar jetzt. Denke ich, aber ich bin mir nicht sicher, oder schickt den unteren raus. Weder noch. Lässt er noch einen aus dem Bahnhof rausfahren, oder wie hat er das vor? Ja, er lässt noch einen aus dem Bahnhof rausfahren. Das bedeutet, wir haben hier ja, prinzipiell, müssen wir mal gucken, ob wir den Bahnhof ein bisschen umgestalten. Das heißt, die Züge, die von rechts kommen, lassen wir auf der rechten Seite rein und rausfahren. Die nach links wollen, auf der linken, die sich nicht so kreuzen. Das müssten wir mal bei Gelegenheit nachgucken. Ist ja theoretisch möglich, weil ich denke, die alle jetzt, wenn die sich wirklich alle so dämlich kreuzen, ne? Wie Ihmchen und Ihmchen, dann haben wir da echt ein Problem auf Dauer, das ist richtig. Das heißt, wir können mal gucken, wir lassen erstmal die Durchgangszüge tauschen. Also RB2. Müssen wir mal gucken, wie sieht das hier aus. RB2 ist auf Gleis 2 und 4, richtig? 2 und 3. RB1 auf 6 und 7. Das heißt, Moment mal eben gucken, wo kommt denn hier was rein? RB2 kommt auf Gleis 2 rein. Gut, dann machen wir, dann tauschen wir die mal eben. Also eben ist gut, aber kriegen wir schon. RB2 geht auf 7, na? RB2 auf der auf Terminal 6. So. Dann geht RB1 auf Terminal 1, 2, 3. Und der auf Terminal 4. So. Haben wir halt jetzt irgendwie ein bisschen besser gestaffelt. Ja, die kommen sich zumindest nicht mehr ganz so extrem in die Quere. Ja, nur noch, wenn sie rausfahren wollen. Hm. Ist natürlich immer noch nicht ideal, aber gut. Das heißt, wir könnten aber auch sagen, wir lassen den auf Terminal 2. So. Dann sind die schon mal außen vor und kommen sich so nicht mehr ganz extrem in die Quere. Jetzt ist natürlich die Frage,
Bei mir im Personenwagen. So. Ja, B1. Gucken wir mal. Nein. Dann schicken wir den auf Terminal 3. Ja. Und dich auf, ich probiere Terminal 2 aus. Nee. RB3, Terminal 1. So. Gut. Und dann machen wir gleich Spielchen hier auch. RB1. Hoch. Hier Terminals wechseln. Also Terminal du auf Terminal 1. Und du auf Terminal 3. So. Dann haben wir jetzt zumindest mal ein bisschen besser. Kommen die sich eigentlich noch alle in der Quere oder geht es jetzt? Ja, ich meine, die Durchgangszüge, die sollen ja eh in der Mitte halten. Und das sind die, ja, ist schwierig zu sagen, ne? Ob die sich kreuzen oder nicht. Ich glaube schon, aber egal, das wird schon, ist zumindest schon mal besser, weil die Schnellzüge, die fahren ja eh seltener hier durch. Wir zumindest schon mal in der Regel bis zu 4 Züge gleichzeitig abgefertigt. Das ist schon mal gut. Wie sieht das Ganze mit den Güterzügen eigentlich aus? Die halten sich rechts. Das ist artig. Zwar artig und nett gemeint, aber nicht das, was wir haben wollen. Das heißt, auch die müssten wir eigentlich tauschen, die rote und die grüne Linie. Terminal. So. Also grüne Linie muss beim Güterbahnhof, ne? Müsste der auf Terminal 1, der auf Terminal 4, Terminal 2, sorry. Der auf Terminal 3. Der auf Terminal 4. So. Das heißt, wir haben das schon mal so. Damit kommen die sich nicht mehr ganz so eng in die Quere. Da kriegt ihr hier noch eine Weiche rein. Auf dem Stück. Dann ist das schon mal gut. Wir können aber auch sagen, geht das? Ja, Weichen kriege ich hier nicht rein, ne? Nein. Wir können ja auch Doppelkreuz ins Weichen reinmachen. Warum eigentlich nicht? Zack. Das ist gar nicht mal verkehrt. Hier nur eine rein. Wo wir was haben in der Art. Okay, die können wir rausnehmen. Nein. Ja. So. Gucken, da wo wir einen reinkriegen, machen wir das einfach. Zack, zack, zack. Hier geht das sowieso nicht mehr, ne? Oder unten zumindest. So, das heißt, wir müssten jetzt gucken, ob wir hier die Dinger tauschen. Also, Terminal. Ich sag mal den auf Terminal 1. Nein. Terminal 3. So, du gehst auf Terminal 2 oder Terminal 1. Na, 1 macht er nicht, dann schicken wir dich auf Terminal 2. So, das bedeutet hier, ach ja, wir wollten mal die Zeit wieder langsamer machen, ne? So, Pause, weil wir gleich auch mal für die Flugzeuge noch aufsetzen wollen. So, das bedeutet dann hier Terminal. Ja, wir müssen immer noch sehen, genau. Du gehst mal auf Terminal 2. Geht auch Terminal 3. Nein, also das heißt, du auf jeden Fall auf Terminal 2. Kannst du Terminal 2 machen? Prinzipiell würde es gehen. Terminal 1 geht auch. Terminal 1 würde vielleicht gehen, wenn wir den... So, wenn wir den jetzt... Ich verfließe das, wenn ich den rüber. So, ich will dich, sag ich mal, auf Gleis 5 setzen. So. Das geht. Das geht. Und jetzt gucken wir mal.
den setzen wir dann auf Gleis 2. Nein. Ah doch, das macht er. Dass wir hier mal ein bisschen mehr Luft reinkriegen. Na, gut. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Doppelkreuzungsweiche, ja. So. Ja. Ja. Sonst haben wir keine mehr zwischen. Okay. Heißt, ich könnte den auch nach links setzen. Ah, ist aber egal. Wobei, doch, das können wir machen. Terminal, dann setze ich den auf den nach links. Ja. Terminal, du gehst dann auf Gleis 4. Und du auf Gleis 3. So, jetzt haben wir ja auch mal wirklich ein bisschen, ich sag mal, besser sortiert. So, und jetzt hat er natürlich, und den müssen wir noch, GZ1. GZ1 muss hier auch mal in den Kreis wechseln. Terminal GZ1 geht auf, ich sag mal, Terminal 3. Nein, dann geht er auf Terminal 1. Ja, so haben wir das auch. Und jetzt müssen wir noch den, zack, dann schicken wir den in die andere Richtung, so. Keine Warnung. Wunderbar. Ist das jetzt hier mal ein bisschen effizienter genutzt, hoffe ich. So. Und unter der Voraussetzung können wir dann jetzt mal gucken. Ja, jetzt staut sich natürlich immer noch, ist ja klar. Zumal wir jetzt wahrscheinlich auch noch Züge haben, die auf falschen Gleisen stehen. Hier eigentlich immer nur Weichen noch rein. Hier kriegen wir auch noch eine rein. Ja. Und als wir die nicht hatten, wurde er den dann rumgeschickt. Auch so. Also das macht keinen Unterschied, die Weiche. Macht die einen Unterschied aus? Ja, das gefällt mir nicht. Nein. Sollen schon aneinander vorbeifahren. Gut. Und hier irgendwie was weichentechnisch, was da ändert. Ja. Nö, ne? Nee. Okay, da brauchen wir nichts dran rumspielen. Das ist egal. Gut. Dann müssten wir gucken, was wir sagen. Machen bei den Einfahrtsdingern. Hier schon mal überall noch ein kleines Signal, damit wir hier mal ein bisschen mehr Gebäude, nein, Signale waren das. Und zwar nicht die holländischen. Ja, ich will eigentlich deutsch, aber ich habe gar keinen. Ich habe nichts passendes da. Drei Begriffe, ich BBÖ, BBÖ, ja, bringt mir aber auch nichts. Das sind ziemlich deutsche Ausfahrtssignale, elektrisch, japanische. Frühsperrsignal. So, das heißt, wir setzen jetzt hier überall schöne Sperrsignale hin. Autosignal, nein. 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 Können wir dann wirklich immer schön die vorne hinsetzen. Das hat Vorteil, dass wir hier vielleicht ein bisschen weniger Chaos nachher haben. So. Zack, zack, zack. Selbige Spielchen machen wir auch hier. So. Zack. 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 Und umgekehrt auch nochmal hier. Ja. So. Natürlich so, dass wir in beide Richtungen die Züge durchfahren können, ist klar. Nur um auf, dass sich da jetzt hier keiner festfährt. Aber es sollte okay gehen. So. Das bedeutet für uns, so, ich fahren die den Konsorten denn wieder raus. Mal eben gucken. Also rausfahren prinzipiell hier, hier. So, das heißt, wie heißt das Ding?
Kann ich die... Naja, macht er nicht. Schade. Also jedes zweite, ne? Also dann lassen wir einen hier halten. Den hier. Den Konsorten so gesehen dann theoretisch. Genau, da. Hat er die jetzt irgendwie hingesetzt? Aber die sieht man fast gar nicht. Da steht einer, dann hat man hier noch einen. So. Ja. Das Gleis ist wieder mal nicht benutzt. Okay, gut. Dann kriegt der Konsorte. Zumindest haben wir da schon mal welche zwischen. Das ist ja viel wert. So, warte mal. Die kommen sich nicht in die Quere. Das heißt, der kriegt hier auf jeden Fall noch. Wir können sagen, wir machen das hier. Hier rausfahren. Ja, das kann man machen. So. Ah, ich sag mal, lass mal so, wie das ist. Das ist gar nicht mal verkehrt. Und lass mal so, wie das ist. Dann gucken wir jetzt mal eben, ob wir die Flugzeuge vielleicht gekauft kriegen. War das ein Simrad? Na, also irgendwie hier oben. Wir müssen auf Simrad. So, Flugzeuge kaufen. So, der kann sogar 20 Donau. Oh, fliegt schön, schön. Machen wir mal von 4 Stück. 3, machen wir 5. 6, wunderbar. Gut. Was für einen Takt fliegen die eigentlich? Mal eben gucken. 9-Minuten-Takt, ne? Das heißt, die kriegen auch eine Taktung rein. Fahrplan. Linien. Flugzeugpersonenzug 1. Keine Ahnung. Die können dann in Simmerath Takt. Ja, machen wir mal 8 Minuten. Huch. Hat schon okay. Na, 8. Enter. So. Ich wollte mal hoffen, dass sich das hier nicht so staut, aber sollte ja okay gehen. Dann fliegen wir die Konsorten hier das Stückchen mal eben rüber. Jo. Wenn wir das jetzt haben, da oben den Bahnhof hoffentlich gut aufgelöst haben, dann wird auch ein bisschen mehr Verkehr unterkriegen. Das Spiel eigentlich auch hier auch noch eventuell machen. Weil das sieht ja bisher eigentlich relativ gut aus. Relativ. Sag ich mal. Nun ja. So. Flieger starten, das ist gut. Interessant ist auch, dass er so startet, also quasi da direkt über diesen Berg. Aber okay, kann man machen. So. Wenn die jetzt hier wirklich Halt kriegen, ne? Kann ich die eigentlich anhalten? Ah, Flugzeuge geht. Geht. Flugzeuge kann man anhalten. Kann ich den auch anhalten? Nein, er muss starten. Okay. Interessant. Er muss starten. Ja gut. Ja gut, dann ist das so. So, dann fliegen die Konsorten hier. Wie fliegt ihr denn überhaupt? Gar nicht da, wo er lang fliegt. Das ist cool. Das ist ja ein bisschen neben dem Kurs, also. Interessant.
Das ist ja wirklich interessant. Das ist ja voll neben dem Kurs. Wenn da die Linie ist, also da, die rechte, hier, und der da ist, dann seid ihr voll daneben, alle drei. Krass, krass. Das ist wirklich schon krass dann. Ja. So. Nun ja, wie auch immer. So. Hier ist natürlich wieder nichts los. Ist ja klar. Ja, das Auto muss noch warten. Mann, okay, momentan haben wir eh keine Gäste hier. Also von daher. Ich hänge jetzt die Hitze rein. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vielleicht lasse ich die auch wirklich durchfahren nach Koblenz. Wieso hat der jetzt Geld gemacht? Der hat noch keine Gäste drin gehabt. Was steht da? Ah, der da. Der hat Leute reingeholt. Rausgeholt, reingeholt. Und im DZ1 hat er immer noch keine Fahrgäste. Wieso das denn? Mal eben gucken. Der DZ1 fährt 36 Minuten auf der Strecke. Hm. Okay. Da weckt er einiges. Vielleicht braucht er dann auch ein paar Züge mehr noch dazwischen. Aber... gut, wir müssen mal gucken, ob sie jetzt vorne jetzt auflöst. Müsst ja. Also entweder haben wir jetzt hier komplett gleich Verkehrschaos, weil wir jetzt hier über die Zwischensignale drin haben. Oder, aber theoretisch müssten wir jetzt ja mehr hier runterkriegen. Von daher bin ich da eigentlich guter Dinge. Man fährt wieder ins Raus. Fahren zwei parallel sogar. Aber hier steht jetzt auch nichts. Da steht einer. Hier steht auch noch einer. Okay. Hier oben fährt einer gerade runter. Okay. Zwei. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen, aber wird sich jetzt hoffentlich dann gleich mal ein bisschen verteilen. Wenn man so sagen kann. Ja. Mal schauen. Also er fährt auf jeden Fall ein. Okay, ich glaube, die Schnellzüge, die teilen sich im Gleis, ne? Oder wie war das? Ja, die teilen sich mal nicht, Hans. Der Konsort hat sogar 16 Leute drin. Ja, gut. Dann ist das so, ne? Macht man nichts dran. So. Ja, doch, ist also, es geht. Er kann auf jeden Fall ein höheres Fassungsvermögen. Jetzt fahren hier sogar drei Züge gleichzeitig. Also das hat schon was gebracht. Man müsste jetzt hier auch noch ein bisschen rumspielen. Dann geht das. So, mal eben gucken. Ja, das ist schon okay. So wie das. Ich könnte jetzt sagen, wir nehmen jedoch die Doppelkreuzungsweiche raus. Ja, natürlich einen Ticken pflegeleichter. Jetzt habe ich den da drauf, ne? Also, warte mal, was passiert, wenn wir die jetzt rausnehmen? Nein. Dann haben wir den. Und der Konsorte müsste über dieses Gleis. Boah. Was war das denn? Das Güterzug, ne? Das heißt, der braucht die aber. Ja. Das ist doof. Das ist sehr doof. Und er schickt den über diese Doppelkreuzungsweiche. Die machen wir mal raus. Dann haben wir die zumindest wieder getrennt. Und hier
Was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt die Weiche... Welcher war das denn überhaupt? Mal gucken. Da die Weiche rausnehme. Moin. Ja. Und da die Weiche rausnehmen. So. Dann haben wir das so. Damit kann man doch schon besser arbeiten. Muss man da mal irgendwann noch gucken, dass wir das auch noch irgendwie gedengelt kriegen. Da eine vernünftige Weiche reingezogen kriegen. Aber ist okay. Damit kann man leben. Kommen die sich nicht ganz so nah in die Quere, können wir da auch noch Signale hinsetzen gleich, wenn wir nochmal zu Geld kommen sollten. Und dann mal schauen. Hier eigentlich jetzt für DZ1 stehen sogar noch ein paar Leute ab an. Das ist gut. Das ist gut. Aber irgendwie auf der Strecke rentiert sich das nicht so wirklich. Hm. Ja, okay, zieht sich ja auch immer konsequent so ein bisschen. Na, also. Oh, 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 wir kriegen Schrankenanlagen. Jetzt sogar wirklich vernünftige Schrankenanlagen, auch wenn die weit früh sind für 1927, aber das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So. Gut. Ja, ihr fahrt hier wieder euren komischen Berg hoch, ne? Ja, egal. Der ist voll. Der ist nicht voll. Aber egal. Bis sie da sind. Ich verstehe auch nicht, wieso dieser Zug hier die Steine ablässt. Da auch. Wenn das Spiel dazu machen will, ne? Dann sollen sie dazu machen. Dann sollen die dazu machen. Ist ja nicht unser Problem. So. Kommen sogar gleich wieder zu Geld. Joa. Schön mit der großen Schrankenanlage, ne? Doch gar nicht mehr verkehrt aus. So. Wenn wir jetzt zu Geld kommen sollten. Tja, wenn man da hier irgendwie eine Halbschranke reinkriegt, weil die sind ja zu, bevor der drüber ist. Das ist ja mal doof. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Halbschrankengeschichte. Macht das hier gar keinen Sinn. Wobei, wenn ich das sehe, jetzt hier vom Verkehr her, ne? Also, die fahren jetzt konsequent 3 oder 4 Züge drüber. Halt, geht aber noch. Geht noch. Ist noch im Rahmen. Aber sie ist ja wirklich fast durchgehend geschlossen, die Schranke. Müssen wir mal gucken, ob man das noch effizienter gestaltet kriegt. Ah, wir haben jetzt schon mal die 13, 19 Millionen. So, das heißt, der kriegt jetzt auf jeden Fall irgendeine Schrankengeschichte. Wir haben jetzt hier einmal, das wäre die Standardschranke. Standardschranke ist sogar eine Halbschranke. Dann haben wir... Okay, sieht natürlich schön aus. Ist aber eigentlich voll die falsche Zeit für 1927. Die gab es da noch nicht. Das ist schade. Aber ist ein schöner Mod. Also, westdeutsche Bahnübergänge ist eine schöne Mod, aber ist zu früh. Auch die Icons passen anscheinend nicht alle, wenn ich dazu sagen kann. So, gibt verschiedene Varianten mit Bahn, mit... So, wir haben... Warte mal, fangen wir mal links an. Wir haben jetzt D. Dann gucken wir, gibt nachher noch mehr, denke ich.
Den haben wir. Das war der erste. Den hier. Na, jetzt nehmen wir jetzt die Ampel. Ist das gleiche? Ah ne, der hat einen Pfeil in der Mitte. Für Oberleitung. So, dann haben wir LZ City. Der ist nicht der richtige für die Straße. Dann haben wir hier das gleiche Ding ab in Mitte. Okay, bisschen versetzt. Passt aber auch nicht zu dieser Straße. Dann haben wir LZ City Klein. Passt auch nicht. Ja, das ist immer ein Problem. Das ist, zum einen ist diese Mod noch konvertiert worden von Transport Fever 1. Da waren die Straßen wohl anders, hatten andere Breiten. Und zum anderen, ja, sind die Bilder auch teilweise fehlerhaft, wie man sieht. So, suche ich mal das Richtige raus, weil wenn, dann kommen nur die abgebildeten Wechselblinker in Frage. Ich weiß nicht, ob wir die schon haben, weil die gibt es eigentlich auch erst ab 1950. So, mal gucken. Da hat er wieder den Pfeil drauf. Ja, das ist momentan noch ein bisschen blöd gemacht. So, LZ Klein. Also die sind zu früh. Da das sind dann auch nur die E-Büte. Dann hat er da vergessen, die Jahreszahl anzupassen. Gut, dann können wir das nachher mal noch online hinzuschreiben. Aber prinzipiell eigentlich eine coole Sache. Wir können jetzt mal gucken. Die sind ja eh zu. Nehmen wir die erste. Die war dicht. Ich weiß, es ist die falsche Jahreszeit, aber ich will halt jetzt wissen, ob die Schranken getrennt öffnen und schließen oder ob die beide gleichzeitig runtergehen. Weil eigentlich müsste die hintere Seite ja noch mal ein paar Sekunden offen bleiben, damit jemand raus kann. Wenn der mal hier frei ist. Mal schauen. Ja. So. Gehen wir jetzt noch? Ja, wir gehen hoch. So. Mal schauen. Bin mal gespannt, oder ob die klingeln oder nicht. Aber momentan sieht man noch nichts. So. Jahre später. Theoretisch müsste er hier noch nicht zu viel rausfahren. Fährt er schon ab? Nö. So, wo fahren wir denn? Ah, ist noch am Laden. Okay. Jeder Augenblick müsste so rot werden und dann runtergehen. Ja. Okay, das macht er schon vernünftig. Mit einer Verzögerung von... Das ist cool. Also ist schon eine schöne Sache. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Na, also... Das ist wirklich eine schöne Mod. Auch wenn es jetzt nicht für uns das Richtige ist aktuell zu der Zeit. So in den ersten 30... circa 40, 50 Jahren. Aber ist eine coole Sache. So, deswegen... Was haben wir denn noch? Ja, kriegt er wieder sein Gitter hier hin. Passt. So, gut. Aber jedenfalls schön anzusehen. Könnt ihr natürlich dann auf Transport Fever Net runterladen. Ja. Oh, hier sind die Ortschaft noch ein Ticken größer geworden. Hier unten dafür kleiner. Wie viele Leute wohnen denn hier? In Hema. Wo ist denn Hema, das Ortsschild? So. 350. Wir waren mal größer. Wir waren echt mal größer. Ja. Wir haben jetzt 10 Millionen auf Sack. Wir haben jetzt auch gleich unsere Zeit schon voll für den ersten Teil von den nächsten beiden Morgenfolgen, wenn man es so ausdrücken kann. Aber dann würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal, ob wir hier Brot produzieren. So. Da brauchen wir eine Distanz, das können wir auch bei LKWs regeln. So, das heißt, wir bauen jetzt hier eine Straße. Dann haben wir noch die normalen, hoffe ich. Oh, wir haben sogar asphaltierte Straßen jetzt. Das ist cool. Also
haben jetzt asphaltierte Straßen. Ab jetzt, ja, hier haben wir auch schon die ersten. Haben auch Kreisautobahnkreuze. Oh, coole Sache, coole Sache. Schmale Kraftfahrstraße. Okay, Tempolimit. So, was heißt denn schmal? Okay, 70, 80. Ein Tempolimit von 30. Reutelandstraße. 40, 50. Mhm. Interessant. So, 60. Ja, okay. Lass mal die... Oh, die kann ruhig hier... Haben wir nichts mit 70 oder so? Eine Landstraße mit 80. Ja, das... Autobahnauffahrt. Wir hätten noch eine Auffahrt. Autobahn. Aha. Interessant. Gut. Parkplätze sind klar. Große Straße. Große. So. Große Straße. Also okay, das ist noch ein bisschen zu neu. Mittlere Straße. Interessant. Also, ich weiß nicht, ob das schon richtig ist um 1927, 28. Aber ich weiß, dass... Doch, das passt ungefähr. Nur in die Speichenmasse. Daran kann ich mich nicht gewöhnen. Die passen nicht. Also, tut mir leid, Leute. Also die gab es niemals zu der Zeit. So. Ne, wir kriegen hier eine breite Landstraße. Tempo 60. So. Kann man natürlich ein bisschen noch schlängeln lassen. Zack, zack, zack. Hier entlang. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier um den Berg rum. Berge sind natürlich sehr teuer. So, dann ziehen wir den so rum. So. Was wir da mit dran haben. Zack. Steigung zu groß jetzt. Ah. Kriegen wir das irgendwie NNN den höher, so auf die Höhe, den einen runter, ne, so, das bedeutet, wir ziehen den hier rum, dann noch einen runter, nee. Kommen bis hier hin, Steigung zu groß, so bis hier, okay. Gut, das heißt, das passt. Dann das wegmachen. Ziehen hier noch in die Straße dran. So. Hat er gemacht. Sieht gut aus. Wunderbar. Dann kriegt er hier die Straße. Hier können wir mal eben aufwerten. Zack. Dann geht das hier. Wo müssen wir überhaupt hin? Nach da weiter. So. Nicht mal verkehrt. Zack, zack, zack. Hier den Berg hoch. So. Gehst du hier artig dran. Ist natürlich ein teures Unterfangen, ist ja klar. Dann sind wir hier auch schon auf dem Werksgelände. Ist hier oben eigentlich noch mit noch einen Steinbruch hätten wir da hinten dran. Ja, müssen wir mal gucken. Da hätten wir auch einen. Aber prinzipiell, das ist ja nur ein Kilometerchen. So. Dann kriegt er hier natürlich seine Busstation. Nein, bei ERA. Erstmal kriegt das Ding ERA B. Stopping Point. Nein, Tram brauchen wir nicht. Direkt, nein, der bleibt schön. Plattform braucht er hier 2. Länge 30. Einschwanz. Ja, bitte. So. Dann kriegt der Konsorte hier natürlich. Seine Einfahrt, seinen Ladeplatz. Gut. Wir können hier mal wieder... Wir bleiben ein bisschen im Jahr 1927, würde ich sagen. Das ist schon mal eine gute Zeit. Ja, wobei noch...
Wir machen nochmal zwei Jährchen weiter, also bis 1930, weil ab da kommen dann die schönen Züge auch, die ich so bevorzuge, auch Autos. Ja. Mal schauen. So, jetzt kommen auch mal ein bisschen Geld raus hier. Liebes Spiel. Weil ich hätte schon noch gern zumindest die beiden Güterdinger. Ja, mal schauen. 30 Jahre später. Weil ich da mit dem komischen Kopfbahnhof, den ich vorher auf die Idee gekommen bin, da mal ein bisschen nachzugucken, ob man die wirklich effizient dadurch schickt. Egal, muss man nicht verstehen. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber warum? Wieso? Weshalb? Weiß ich auch nicht. Ja. Gut, ist halt so. Immer noch 11 Millionen minus. Das ist natürlich die beste Voraussetzung für so eine LKW-Verbindung. So. Das heißt aber, wir werden den Fisch können wir eigentlich auch zum Bahnhof bringen. Mal schauen. Ist die Frage, braucht er eigentlich irgendwas? Er produziert, ne? Also. Okay, er produziert nur. Gut. Cargo Truck. Was haben wir? Oh. Okay. Easy Instant. Tankstelle. Tankstelle ist natürlich auch eine coole Sache. Kriegen die Konsorten hier eine Tankstelle hin. So, haben wir irgendwas schon von der zu der Zeit passendes? Ich sag mal so, die ist halt archmodern, ne? Ja, es geht, aber es geht. Ich meine, das sind die falschen Zapfsäulen. Ulf. Müssen wir mal gucken. Total. Total gab es noch nicht. Shell. Haben wir nicht irgendwie eine alte hier zwischen? Garage. Gasstation. Shell. Achso, okay. Tarnung an. Das ist halt die Frage. Ich weiß auch nicht, ob das als Depot ist oder als Bahnhof. Gas Station Series Expansion for... Wo ist der Unterschied zwischen der und der? Aber die ist auch so eigentlich noch zu modern. Ach, warte mal, die ist beleuchtet und die andere nicht wahrscheinlich, ne? Doch, sind beide beleuchtet. Ich weiß es nicht. Wo ist der Unterschied zwischen der und der? 1912, 20 ist was? Serie? Serie. Eines, warte mal, eines so. Die andere, ah, okay, die eine ist als Güterbahnhof, okay. Also, kriegt ihr eine Tankstelle hin. Ist gar nicht mal verkehrt. Wenn wir denn zu Geld kommen sollten. Weil die auch schon relativ happig ist. Aber okay. So. Allerdings kriegen wir auch irgendwie kein Geld. Was uns natürlich dann jetzt gerade ein bisschen... die Bredouille bringt, sag ich mal. Aber gut. Hier muss doch langsam mal so ein Holz, so dämlicher Holzzug ankommen und uns ein bisschen Geld einfahren. Oder irgendein anderer. So, die brauchen auf jeden Fall Fischen jülich. Das ist gar nicht mehr verkehrt. Dann können die... können wir je nachher einen Zug bis Juli schicken, der uns da Fisch hinbringt. Oder... genau. Das ist gar nicht mal schlecht. Hier gibt es auch Rind. Das kriegen wir auch jülich unter. Also geht schon.
kriegt das schon irgendwie gedeichselt. Ja. Müssen wir das dann von hier aus machen? Dann müssen wir hier auch LKWs da rüber schicken, ne? Genau. Ja, das geht auch. Nehmen wir halt den Güterbahnhof. Passt schon. Das passt schon ungefähr. Der Silbermine. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwann muss ich doch mal zu Geld kommen. Kann doch nicht. Wie ist eigentlich überhaupt mein Firmenwert? Mein Kundendiagramm Hauptquartier. Ja, insgesamt, wir kommen wieder hoch, aber ist ziemlich gezerrt. Na, ist ja klar. Das ist ja klar. So. Also Olpe und der kriegt dann auch sein... Fährt hier eigentlich überhaupt ein LKW hin oder so? Ja doch, gelbe Linie. Gut. Das ist schon mal viel wert. Hier müsst ihr auch mal ausbauen zur vernünftigen Straße. Können wir gleich auch mal gucken. Habe ich die alten eigentlich noch? Scheiße, Straßen? Weiß ich gerade gar nicht. Ja doch, die haben wir auch noch, ne? Ne, Pflasterstraßen sind ne, sind hier. Okay. Hat ist viel wert. Viel, viel wert. Warte mal hier so, mal eben gucken. Ich weiß, ich habe nicht das Geld dafür, aber mal gucken. Licht hat geladen. Ne, es hängt sich auf. Mal schauen, was ist das denn? Okay. Irgendwie Texturfehler. Sollten eigentlich Parkingplatz sein. Das habe ich schon mal gehabt. Aber gut zu wissen, dass da die Texturen nicht funktionieren. Oh, ich habe 40 Millionen. 40 Millionen sind gut. Eben pausieren. So, dann können wir jetzt hier eben das machen, was wir eigentlich machen wollten. Ich habe das schon mal gehabt. Das ist... So, mal eben gucken. Genau, das war hoch, der hier. Der kriegt hier eine Tanke. Und zwar kriegt der... Was haben wir denn so? Enos? Sagt mir nichts. Golf sagt mir auch nichts. Lux Oil sagt mir nichts. Total kennt man. Und vorher noch nie gesehen. Hier wird Japanisches. Emirage ist auch falsch. China ist auch verkehrt. Petropass, Kanada, Shell. Wir nehmen eine Shell. Ja, die ist ein bisschen modern. Aber ganz ehrlich, das ist auch nur ein Spiel, ne? Kollision, sagt er mir jetzt hier. Ernsthaft? Er sagt mir ernsthaft eine Kollision. Dann kommt die halt hier hin. So. Möglichst nah an der Straße. So. Wir drehen den mal eben. So. Ich kann die echt nicht hier bündig gegenübersetzen. Na, schade. So. Das wird gehen, dann kommt die hier hin. So, zack, haben wir eine Tankstelle. Was haben wir denn noch so? Wir haben hier eine Mautstelle. Type A. Type A, Type B. Wo ist der Unterschied? Maut Type A, Type B. Und Type A. Ah, okay. Auto, Auto und LKW-Busse außen. Gut, wieder was gelernt. Ja. Dann bedeutet das, wir brauchen aber trotzdem noch ein Gebäude, und zwar was... Huch, brauchen wir noch Stadtmann Cargo, nein. Plattform. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall, ja, Lampen können da sein. B. Tramgleis brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal Plattform 1, das reicht da hinten. Nein, der muss ja nur auf- und abladen. Entrance, ja, natürlich. So, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich hier mit zwei oder mit einem LKW dran gehe. So, dann kriegt der Konsorte hier sein. Was ist denn am günstigsten? 190, das ist eigentlich kostet über 200, ne? Dann kriegt er den hier gegenüber.
hat da sein, dann hält er hier. Das ist okay. Dann können wir mal sagen, verschiedenes. S-Bahn, Straßen, Depot, Berlin S-Bahn. Ja, das ist ja nicht das Richtige. So, ich hätte gerne. Was haben wir denn hier? Straßen, hier Autobahn, Autobahn, Schienen, Parken. Was mich interessiert, hat er die überall? Grafikfehler hat er überall. Ich habe das schon mal gehabt auf meinem alten Rechner. Das ist eine Grafikeinstellung. Aber gut, müssen wir mal in Ruhe nachher gucken. So, das heißt, Olpe braucht jetzt Brot. Das heißt, wir brauchen aber auch noch Getreide. Das bedeutet, für Getreide brauchen wir natürlich auch noch hier. Huch. Wenn auch nur die kleinen, schmal, der braucht Anzahl Terminal 1. Anzahl Terminal 1, Zaun, Mauer, Randstein. Zaun ist egal. So, dann braucht der Konsorte Asphalt, Kies, ja, kann ruhig Kies kriegen. Beleuchtung. Querverbindung ist mir eigentlich prinzipiell egal. Ah, nee, lassen wir mal weg. Querverbindung. Länge Verbundstraße kann so kurz sein, wie es soll. Einfahrt, Ausfahrt, 45 Grad Winkel ist schön. Unsichtbar. Verbindungstyp Stadt, Land. Tram. Nein, Terminal 1. Kann ruhig niedrig sein. Schmal. Terminallänge machen wir mal 80 Meter. So, das heißt, wir drehen den. Kommt der hier hin. So. Hoch. Boom. Haben wir einen von. Und so einen bauen wir an dem anderen auch nochmal hin. Weil dann produzieren wir jetzt im großen Stil Getreide. So. Huch. Kriege ich dich mit einem noch rum? Na komm. So. So ist doch schön. Oh, zack. Passt. Sehr nice. So sind wir doch zufrieden. Ja, die Beleuchtung ist vielleicht noch ein Ticken zu modern, aber insgesamt sollte das okay sein. Namen kümmere ich mich jetzt nicht drum. So, dann heißt, wir machen erstmal neue Linie. Was ist das? Olpe. Olpe Getreide. Transfer 1. So. Zack. So. Wo ist denn Olpe? Olpe Getreidetransfer 1. Der fährt von hier nach hier. So. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwo hier LKWs. Ich glaube, die konnte man, die kaufen? Ich habe da irgendwo hier bestimmt ein Depot stehen. Pom, pom, pom. Da. Ne, ist ein Tram-Depot, ne? Hm. Wo habe ich denn da passend ein Depot für die LKWs? 30 Jahre später. Ja, gute Frage. Da. So, Fahrzeuge kaufen. Die fahren 40. So, alle Güter. Alle Güter ist natürlich sehr gut. Kaufen wir 10 Stück. So, Getreidetransport. Na, also das heißt, Olpe Getreidetransport. So. Das bedeutet für uns, der kann von hier aus Haltestelle hinzufügen. Dann fällt er am Güterbahnhof. So. Kriegt aber auch noch vorher einen Zwischenhalt für das Brot. Ne, das machen wir anders. Da kriegt er noch einen eigenen Transport. Der soll das erst dahin bringen, dann kann man von da aus verteilen. So, dann kann er hier das Zeug anschließend auch noch abholen. Haltestelle hinzufügen. So, hier hin. Und fährt dann wieder dahin. So.
Genau. Transfer. Getreidetransfer. 1. Ja, das ist ja okay. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie belädt er den. Also der holt erstmal... Was müsste unter Olpe sein da oben, ne? Also wo er zuerst hält. Unter Olpe. Hier soll er nichts machen. Alles ausladen, alles einladen. Er soll hier Getreide laden. So, dann hält er nach Olpe Süd. Hier soll der Getreide entladen. Brot beladen. Wo haben wir denn Brot? Beladen. So, dann fährt er hier hin. Hier soll er jetzt entladen nur Brot. Wo ist denn Brot? Entladen. So. Dann kann er von hier aus, hier soll er nichts mitnehmen, nur das aufladen. Ne, warte mal, das ist, produziert das Ding überhaupt? Fisch, ne? Ja, Fisch war das. Also, na hier. Nein, Fisch. Der hier hat jetzt nur das entladen, ne? Und dann soll er hier alles entladen. Beziehungsweise entladen alles außer Getreide. So. Gut. Mal gucken, ob das funktioniert hat. Wir lassen jetzt fahren. Das ist schön. Hier fliegt wieder so ein schönes Flugzeug ab. Wirklich Leute, die den nehmen, den Flieger. Mal gucken. Ja, er hat einen drin. Aber Finanzen, ja, noch nicht so. Nicht so wirklich, aber okay, kann man mit leben. Gut, dann werden wir jetzt noch eben die Straße ausbauen. Hier zwischen den beiden Ortschaften. So, das ist dann Straße. Da kriegt er natürlich schöne Straße. Stadtstraße, nein, wir brauchen Autobahn, brauchen wir nicht, Landstraße. Und zwar kleine 60, nein. C. Kriegt er die, Busspur brauchen wir auch nicht. So, plus. So. Damit haben wir das auch. Ja, die kann auch eben. So. Zack, zack. Zack. So, und dann geht das hier noch hoch. Das Stück und das Stück und hier entlang und hier und da und hier fährt auch noch was rum. So. Zack, zack. Dann kann er von mir aus hier das Stückchen auch noch haben. So. Jetzt haben wir das auch gemacht. Hat er ein bisschen Landstraße hinbekommen. Ist ja ganz nett. Okay, jetzt müssen wir noch Verkehrsschilder aufsetzen eigentlich. Ja, mal gucken. Das brauchen wir aber nicht. Verkehrsschilder sind irrelevant. Die machen wir jetzt nicht. Wäre natürlich schön baumäßig klasse, ne? Aber man nicht übertreiben. Das könnte man... Das überlasse ich den anderen Leuten, die wirklich Schönbau machen. Ein bisschen ist natürlich immer okay, aber nicht übertreiben. So. Gut. Da wir das jetzt auch haben, mal eben gucken, wo unsere LKWs sind. Hier fahren sie gerade los, die Konsorten. Ja, ich hau dem nochmal so 10 Dinger drauf. In dem Fall, die fahren 30. Die fahren alle, ne, die fahren auch 40, der kann auch alle mitnehmen. Na, ja, nochmal 10 von dem. Dann können die auch nochmal auf Olpe. Ah, macht er so nicht, okay. So. Fangen wir hier mit denen auch noch mal los. Das ist ja schon gar nicht mal so verkehrt. Ja. Und der hier hat natürlich nichts im Lager, ist ja klar. So, wie sieht das jetzt hier aus? War das der hier?
Versand. Nur von 300 Abnehmer. Oder war das... Ne, der hier. Der holt Holz. Der macht das Getreide fit. Das ist gut. So. Und wo geht das nächste Getreide hin? Das nächste Getreide kommt hier quasi hin. Alles klar. Das können wir dann beim nächsten Mal gucken. Dann schicken wir das nämlich von da hier hin. Könnt ihr eigentlich alles mitnehmen? Was sollt ihr denn transportieren? E-Fahrt, Öl, ne? Versand von 600. Abnehmer 0. Das die E-Fahrt. Ich könnte kein Benzin aufnehmen, oder warum? Wieso klappt das denn nicht? Konsum, der braucht Öl. Mal eben gucken, wieso klappt das denn nicht? Ist Linie Orange, irgendeine Orange. Leverkusen Stahlwerk, nein. Weiß gar nicht, auf welche Fahrt ihr denn. Simrad Rohöltransfer. Cargo Holz. Linie verwalten, Fahrzeuge wechseln. Fahrzeuge verwalten. So. Ersetzen. Ihr könnt das nicht. Ach so, ihr könnt das nicht. Oh. Ja gut, dann kriegt ihr den oder kriegt ihr einen, der alle Güter nimmt. Alle Güter wären natürlich effizienter. Warte mal, der kann mehr. So, jetzt sollte das aber funktionieren hier. Ja, jetzt macht er das. Blöd gelaufen, kommt vor. Dann werden wir jetzt hier auch endlich mal Geld verdienen auf dem Stück. Mit diesen paar Tank-LKWs. Hoffe ich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir sehen uns in, ich glaube, 2 Tagen wieder. Ja, wünsche euch noch einen netten Abend und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, liebe Leute.